Das ist Ilmenau, eine Kleinstadt inmitten von Deutschland. Zwei Bars, kein Stadttheater und die größte Errungenschaft? Goethe hat hier mal gewohnt. Und ich bin Isa, die jetzt auch schon seit ein paar Jahren hier lebt. Seitdem habe ich den Wunsch, mich kreativ auszuleben. Doch ich hatte immer die Vorstellung davon, dass eine Kleinstadt mir nicht die Möglichkeiten dafür bietet. Woher soll ich hier meine Inspiration nehmen? Und wem soll ich meine Kunst denn präsentieren? Dass es möglich ist, beweisen Künstlerinnen aus Ilmenau. Ich will von Ihnen wissen, wie schaffen Sie es eigentlich, in einer Kleinstadt Input für Ihre kreative Arbeit zu erlangen und wie machen Sie auf Ihre Kunst aufmerksam? Okay, 1, 2, 3, 4, check. Mein Name ist Lukas, aka Left Lukas. Das ist mein Künstlername. Ich bin Lucy Stegner und ich würde mich auf jeden Fall als kreativen Kopf beschreiben, weil, ja, also worum es ja heute auch geht, mein größtes Hobby ist Nähen. Ich liebe es, kreativ zu sein, wenn es um Fotografie, Möbel, Kleidung und Essen geht. Mein Name ist Elisaveta Bierpreier, doch die meisten Menschen nennen mich Lisa, ganz kurz. Mein Name ist Sophie Werten. Meine Persönlichkeit würde ich ja prinzipiell als relativ offen, etwas rau und direkt, herzlich, zielstrebig und ja durchaus kreativ beschreiben. Welcher kreativen Tätigkeit gehst du nach? Ich bin Foto- und Videograf. Seit der 7. Klasse hatte ich immer irgendwelche Actioncamps mit auf Klassenfahrt und habe alles gefilmt. Das Tanzen verbindet für mich viele Emotionen, viele Gefühle. Ich bin Sänger, Rapper, Songwriter, Produzent, Mixing, Mastering Engineer, alles in einem auf jeden Fall. Da sind es bei mir im Grunde verschiedene Tätigkeiten. Also zum einen ist es eben der Film, speziell auch die Filmregie, was eben mein persönliches Berufsziel ist. Zum anderen ist es eben das Zeichnen und die Malerei. Alles, was mit Schneidern, Nähen, Upcycling, Designen, also alles, was damit zu tun hat, ist einfach mein Hobby, macht mir Spaß und ist meine Leidenschaft. Was ist Kreativität für dich? Kreativität für mich ist Self-Expression. Kreativität hat kein Limit. Es ist eine unendliche Energie. Wenn es darum geht, die Kamera in der Hand zu halten, bedeutet Kreativität für mich erst einmal eine gute Idee zu haben. Woher nimmst du deine Inspiration, wenn du in einem kreativen Loch bist? Inspiration ist auch ein sehr breit gefächerter Begriff. Denn Inspiration kann man von Leuten nehmen, die das täglich machen oder ausüben. Dennoch sind Inspiration auch die Menschen, die einem nahestehen, die Menschen, die uns umgeben. Auf jeden Fall, wenn ich gereist bin, also ich war auch in Indien und natürlich sprechen da einen die Farben total an und geben einem super viel Inspiration. Auf meinem Lieblingsfoto sieht man die Sonne in der Sahara in Marokko aufgehen. Der Sonnenaufgang war einfach unglaublich. Übst du deine Kunst lieber alleine oder zusammen mit anderen Menschen aus? Das ist so meine Me-Time. Also wenn ich an der Nähmaschine bin oder irgendwas Neues erschaffe, dann ist es so meine Zeit, die ich mir für mich nehme. Von dem jetzigen Standpunkt aus würde ich sagen, dass ich schon eher lieber Musik mit anderen mache. Weil gerade beim Songwriting zum Beispiel, das ist immer sehr speziell bei mir, da bin ich auch manchmal sehr gerne alleine, weil es auch schnell sehr, sehr intim werden kann. Wenn man in einer Gruppe tanzt, dann hat man dieses rhythmische Gefühl, dieses Gemeinschaftsgefühl, was man ausübt. Und dann kommt das Miteinander ins Spiel. Ja, man teilt einfach seine Emotionen und Gefühle und für mich ist das auch sehr intim, denn manche Sachen kann man mit Worten vielleicht gar nicht sagen. Und wenn man miteinander tanzt, dann teilt man eine Story, man erzählt etwas. Welchen Herausforderungen musstest du dich bereits stellen? Ich bin sehr schlecht darin, Anweisungen zu geben und das ist für mich jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung.
Herausforderungen sind im Grunde beim Malen oder ja, bei der Ausführung der Kreativität. Beim Malen speziell ist es eben immer der eigene Perfektionist, der dann manchmal so durchkommt, also dass man eben selber mit dem Bild nicht zufrieden ist. Auf jeden Fall sich nicht in seinem Kopf zu verlieren und diese Herausforderungen auch zu meistern zum Schluss. Wie schaffst du es, deine Kreativität in deinen Alltag zu integrieren? Es ist schwierig, Kreativität in den Alltag einzuplanen, weil Kreativität an sich nicht unbedingt planbar ist. Meine Kamera liegt immer vor mir auf meinem Schreibtisch. Meine kreative Tätigkeit ist also eigentlich immer präsent. Warum übst du diese kreative Tätigkeit aus? Es bringt Freude, es bringt Lächeln, es bringt Freiheit. Für mich ist Malen halt wie Feierabend oder Meditieren. Mich inspiriert es, ich mache eine Skizze und irgendwie 5 bis 10 Stunden später habe ich dann ein fertiges Kleidungsstück. Wie hat sich die Erschaffung deiner Kreativität auf dein Leben ausgewirkt? Das Ausüben meiner Kreativität, meiner Kunst, das Etablieren meines Namens als Künstler und das Aufbauen meiner Karriere hat mich sehr, 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 sehr viel weitergebracht als Mensch. Es hat mich auf jeden Fall viel offener gemacht. Ich sehe überall in der Natur und ja, suche überall nach Inspiration. Kann halt meine Kreativität viel öfter noch irgendwie jemandem zeigen. Also es bringt mich durchaus voran in meiner künstlerischen Laufbahn, aber eben auch in dem Beruf, den ich anstrebe. Und ja, es gibt mir eben Kraft, es gibt mir Ausgleich. Es ist im Grunde was, ja, was ich definitiv brauche. Was möchtest du mit deiner Kunst bewirken? In erster Linie will ich Menschen glücklich machen und Erinnerungen festhalten. Das ist im Grunde auch recht unterschiedlich. Das hängt immer vom Motiv ab. Also das variiert dann auch von Begeistern bis zu Schockieren, bis Nachdenken, Grübeln. Was für Vorteile bietet dir eine Kleinstadt für deine Kunst? Und ich habe wirklich gedacht, dass ich nicht die Chance habe, hier so viel zu machen. Aber ich finde, Ilmenau hat sehr viele Vorzüge. Man lernt hier einfach viel schneller Gleichgesinnte kennen. Die Ausstellungen, die stattfinden, weil ich mir auch sicher bin, dass es die woanders auch gibt. Aber natürlich hat man hier vielleicht eine etwas leichtere Chance, auch als unbekannter Künstler, Künstlerin reinzukommen. Was vermisst du in einer Kleinstadt für deine kreative Ausübungen? Ja, wiederum natürlich vermisse ich in dem Aspekt dann, dass es mehr Möglichkeiten gibt, gerade was Auftritte und Events gibt. Menschlich lernt man ganz, ganz viel, aber vielleicht, wenn man sich weiterbilden möchte, dann ist das in einer Kleinstadt sehr schwierig. Auf jeden Fall vermisse ich in der Kleinstadt natürlich die Inspiration, also einfach die Menschen. Wenn man sich in eine Großstadt irgendwo an den Straßenrand sitzt und einfach die Leute beobachtet, da kann man so viel Inspiration bekommen. Was für Tipps hast du für die Ausübung der Kreativität in einer Kleinstadt für zukünftige Kreativschaffende? Es kommt natürlich immer im ersten Moment darauf an, was willst du, was möchtest du, wo willst du mit deiner Karriere hin? Für Fotografen ist auf jeden Fall Connecten das A und O. Man kann sich über so vieles austauschen, gemeinsame Projekte planen und neue Orte erkunden. Nicht zu voreingenommen zu sein, gerade wenn man aus einer Großstadt kommt und hierher zieht, dass man nicht mit so großen Vorurteilen an so eine Kleinstadt rangeht, sage ich mal. Denn es gibt hier Optionen und ich kann nur jedem empfehlen, die einfach wahrzunehmen und auch ein bisschen danach zu suchen, weil hier wirklich tolle Projekte zustande kommen und die sollte man definitiv nicht übersehen und wahrnehmen.